war hier im August 1945 der letzte Kaiser hier ab Danzig hier und Ho Chi Minh kam. Und der Đức war der hier vierte Kaiser Nguyễn Dynastis und der war sehr tauer lange Rikeran Land, ja, 36 Jahre und die Jahre 1848 mit 83 und der war hier kleine Figur 1,53 Meter hoch und der war, er hat hier 103 Frauen und bekommt sehr viele Konkubinen. Der war nur 54 Lebensjahre, aber er hat hier Unglück bekommen, hier keine Kinder, weil hier Mumps krank. Schön, ha? Ist das Reis oder was? Ja, Reis, ne? Wahnsinn, die Farbe. Tolles Panoramik. Nachher von oben. Heute am 15. Februar, wir fahren von Hue nach Hoi An über den Wolkenpass und links von der Straße befinden sich lauter Reisfelder. Das ist der Wolkenpass, da müssen wir drüber fahren. Obersten Stelle im Wolkenpass von Hue nach Da Nang. Und jetzt sind es noch 20. Nach der Überquerung des Wolkenpasses machen wir einen Zwischenstopp in Da Nang. Von hier aus werden wir die Marmorberge und das Museum der Kam besuchen. Also wir sind hier im Museum von der alten Cham. Aus Malaysia und Indonesien gekommen und haben hier gelebt vom 2. bis zum 16. Jahrhundert. Ja.
Marmorberge. Ja. Ja, nachher kommen wir oben. Ja, ja. Ja, nach Paradies. Der Heilige für die Leute kommen hier zum Winzen. Kannst du dir Blüte wünschen? Ja. Ja, hier unten sind die Marmorproduktionen. Eine kleine Hafenstadt von Hoi An. Das ist die chinesische Brücke. Eine Japanbrücke ist das. In Hoi An. Da, 19 Tage ist sie jetzt alt. Die, Baby, die Babyrabe war da vorne und die ist jetzt 19 Tage alt. Aha. One, nine. It means they eat 3 days and 1 day sleeping. Okay. Das ist jetzt die Seite. Cocoon. Yeah. You know, after 22 or 23, you can see the cocoon behind you, you see. Cool. 1,000 meters. Right. 1,000 meters for one. And we can get 3 kinds of 20 cocoon here and trick them together to make one. Yeah. Yeah. Okay. Und die Mitte hier oben ohne Dach, die Luft, Wind und. Ja, chinesische Tradition, ne? Ja. Eine himmlische Frau. Mai Son, UNESCO-Welterbe. Die weitläufige Tempelstadt der Kham liegt ca. 70 Kilometer südlich von Da Nang und etwa 40 Kilometer südwestlich von Hoi An. Ja, hier sind die alten Tempel von Hindu und sind hier von Linz hier Gruppe P und C und war hier die DN und das war hier die Halle.